Ja, so vor der Mittagspause wollen wir uns hier nochmal aufschalten und zum Euro-US-Dollar blicken, den wir auch unlängst schon mal in einer vorherigen JFD Live Trading TV-Sendung hatten. Euro-US-Dollar hat sich hier relativ gut an den Fahrplan gehalten. Wir hatten hier unlängst eben am 27. den Euro beleuchtet mit dem guten positiven Auftakt. Und dann ging es auch hier speziell um die Wochenkerze, ja, die hier mehr oder weniger dann den Ausbruch nach unten hier in der Vorwoche relativierte und es eben darum ging, kann sich der Markt jetzt über 1,1035 halten oder eben nicht. Das ist immer noch die Tau, die das Key Level, die Zone des Tauziehens, wo es jetzt hier letztlich ja, im Sinne der Fed höchstwahrscheinlich heute zu einer Entscheidung kommen dürfte. Wenn Euro-US-Dollar jetzt im Sinne der Impulse nach oben rauszieht, ist zu erwarten, dass wir in Richtung 1,14, 1,1455 ansteigen mit Blick auf die nächsten Tage oder gegebenenfalls sogar direkt mit einem Intraday-Vola-Schub von 400-500 Pips. Das kann alles passieren, aber rein technisch wäre oberhalb von 1,10 eben hier gerade mit Blick auf den Wochenchart eine Tendenz weiter anziehender Preise denkbar. Andernfalls, wenn wir hier runter absaufen auf gut Deutsch und Euro-US-Dollar hier sozusagen kein Aufwärtsmomentum erfahren kann, dann kann sich das hier alles relativ schnell nach unten auflösen, was dann sicherlich sehr bärisch zu sehen wäre. Aber gehen wir mal vom Wochenchart hier kurz in den Tageschart. Wir haben hier diese Aufwärtskanaltendenz, die wir hier auch im Stundenchart gerade gesehen haben und uns auch nochmal gleich anschauen werden. Da wird deutlich, dass hier eben das Level 1,10, 1,1035 die wichtige Zone ist. Und oberhalb dessen sieht es eigentlich heute auch noch recht positiv aus, sodass Euro-US-Dollar hier intraday durchaus weitere Aufwärtsambitionen hegen darf, hegen kann. Also rein technisch wäre das Potenzial da. Nur ob vor der Fed hier der ein oder andere sich jetzt groß aus dem Fenster lehnt, das bleibt mal abzuwarten. Bislang hat sich Euro-US-Dollar 54 Pips bewegt. Das ist natürlich gar nichts. Im Schnitt rund 100 Pips. Das heißt, das Doppelte könnte ruhig heute noch gehen. Ob es passiert, fraglich, weil vor der Fed eben teilweise die Märkte auch sehr lethargisch sind und sich hier, ja, wenn die Unsicherheit vorherrscht, hier nicht groß in eine Richtung bringen. Aber wie gesagt, der kurzfristige Aufwärtstrend ist intakt, hier vom Support-Level 1,0835 ausgehend. Wir haben jetzt auch hier just, da muss ich nochmal einen Tagesschart schalten, das ging zu schnell, hier just diesen Abwärtstrend überwunden, ja, auch hier bullisch bestätigt während des gestrigen und heutigen Handelstages. Also rein technisch wäre hier nächstes kurzfristige Ziel 1,1155 rund und oberhalb dessen wäre der Weg dann weiter frei in Richtung 1,1350, 1,1450, grob gesagt, wenn es denn jetzt hier so weitergeht. Allerdings ist natürlich hier im Stundenchart auch zu sehen, wie umkämpft diese Aufwärtstrendlinie ist, das Level hier um 1,1035 eben. Und wir hatten heute Morgen schon mal einen Spike drunter in Anführungszeichen, das war das Tagestief 1,1030. Wenn es hier nochmal signifikant drunter gehen sollte, dann ist es sicherlich so, dass der Markt dann hier nochmal 1,095 ansteuern könnte. Wie gesagt, was dann zur Fed passiert, ist ein Stück weit Würfelspiel. Charttechnisch oberhalb von 1,10 bleibt die Lage bullisch. Unterhalb hier von 1,1030, kurzfristig geht es dann 1,095 und dann könnte es auch rasch weiter abgehen. Aber rein technisch sieht das, wie gesagt, ganz konstruktiv aus, sodass Euro-US-Dollar eigentlich ja, gute Chancen besitzt, hier weiter aufzustreben. Insbesondere wenn es hier ein neues Tageshoch oder Verlaufshoch geben sollte, dann könnte es hier eigentlich auch relativ schnell weiter nach oben rausgehen. Also neues Tageshoch wäre hier auf jeden Fall im Sinne der aktuellen Erholungsphase prozyklisch zu kaufen. Unterhalb von 1,10, 1,10,30 wird es wie gesagt recht dünn und dann müsste Euro-US-Dollar wohl eher dann auch den Weg gen Süden eingehen. Aber wie gesagt, technisch Erholungsbewegung läuft. Man kann natürlich jetzt unterstellen, dass sich das jetzt hier auch erschöpft und wir es hier sozusagen im Tagesschart direkt mit einer bärischen Flagge zu tun haben. Ja, da wäre ich auch dabei, wenn wir hier unter 1,10 wieder deutlich eintauchen, dann darf man diese aktuelle Erholungsphase von 1,0 8,35 ausgehend als bärische Flagge interpretieren. Doch oberhalb von 1,10 sind hier auch durchaus Fortsetzungstendenzen zu haben. Also Key Level 1,10 plus minus 30 Pips, darauf kommt es letztlich an, was Euro-US-Dollar macht. Ob wir heute hier während des Tagesverlaufs da schon signifikante Ausbrüche sehen, ich kann es mir schwerlich vorstellen. Es wird mehr oder weniger ein Range Day bleiben wahrscheinlich und erst heute Abend 20 Uhr, 20:15, 20:30, da könnte hier dann Dynamik aufkommen. Schauen wir kurz auf den
Intraday-Chart, da sehen wir es auch. Also hier der M15 leicht bullisch aufgerichtet, M5 links hier das größere Bild, da kommt gar nichts letztlich. Und hier der H1 auch leicht bullisch. Also das ist das, was wir eben gesehen haben, auch im Chart bei Guidance. Die grundsätzliche Erholungstendenz der letzten Tage gibt hier schon ein Stück weit positives Momentum, aber das muss eben heute dann auch durch die Fed bestätigt werden, da ansonsten hier auch schnell wieder ein Stimmungswechsel stattfinden kann. Rein von der Volatilität her, Tages-, Wochenvolatilität und Stärke, sehen wir heute einen ja, leicht schwächeren Tag. Ja, zum Ende der Woche Euro-US-Dollar generell noch schwächer. Rein statistisch. Dass das natürlich hier nicht ewig so bleiben wird, ist auch klar. Spätestens wenn Euro-US-Dollar mal eine größere Erholungsphase fahren wird, dann hat man hier sicherlich andere Zahlen zu stehen. Aber man darf annehmen, gerade mit Blick auf die letzten 52 Handelswochen, dass gerade zum Ende der Woche der Euro-US-Dollar zur Schwäche neigt. Wirft das jetzt Schatten voraus im Sinne des Fed-Entscheids? Große Frage. Also sprich, heute Abend negative Impulse, dann morgen schwach, übermorgen schwach und dann wäre die Woche auch schon vorbei und der Monat. Wir werden es abwarten. Letztlich bleibt spannend. Morgen, denke ich mal, wird der Chart uns hier noch mehr Informationen liefern, aber aktuell, wie gesagt, leicht bullisches Momentum durchaus absehbar. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal eine gute Mahlzeit. Wenn Sie mögen, hören wir uns heute Nachmittag nochmal wieder zum JFD-Webinar, Devisenradar-Webinar oder dann auch natürlich noch der ein oder anderen Live-Sendung. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten und bis später, Ihr Christian Kemmerer und tschüss.